Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Kreativecke PCs, das sind wohl die neuen, das wurde sehr oft danach gefragt, deswegen mache ich jetzt ein Video mit 4 PCs. Sucht euch den unten in Timestamp raus, der euch interessiert, da sind jetzt 4 Stück dann hinterlegt. Es wäre natürlich schön, wenn ihr euch alle anguckt, klar, aber wenn ihr euch jetzt wirklich nur zum Beispiel für einen 3000 € PC interessiert, dann klickt da einfach unten in die Timestamps und dann seht ihr das. Wir starten mit dem Kreativecke 1350, der kostet auch tatsächlich 1350 €. Wir haben zum Beispiel auch den 1500er, der kostet aktuell 1400. Das alles auch bei Dubaro, das ist ja sein Partner, sollte ja bekannt sein. Kommen wir zuerst zu dem Bild, das ist einfach nur das Case, wie immer, wie ich mir das wünsche. Kein Fake-Geleuchte oder so da drin, hier unten, gut, da ist noch so ein Beispielbild drin. Da brauchen wir nicht drauf zu achten, das Main-Bild ist wirklich das hier. Als Prozessor bekommen wir den Intel i5-11400F. Der hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads und 3200 MHz RAM, unterstützt er offiziell. Das ist jetzt natürlich ein Prozessor zum Zocken, reicht der. Wenn ihr streamen wollt, gehe ich persönlich immer auf den 8-Kerner. Weil je nachdem, worüber ihr rendert und welche Spiele ihr spielt, kann es dazu kommen, dass der Prozessor ziemlich ausgelastet wird. Und wenn ihr jetzt Valorant oder Counter-Strike dann streamen wollt, überhaupt kein Problem. Bei AAA-Titeln wird es dann schon ein bisschen eng. Das ist natürlich nicht die neueste Variante. Wir sind aktuell in der 12.000er-Variante Alder Lake. Hier ist die 11.000er. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist halt dem Preis auch geschuldet. Ne? Ich meine, der kostet 1.400 € bzw. 1.350. Da kann man das noch nicht so wirklich erwarten. Dadurch ist es aber noch lange kein schlechter Prozessor. Und der kostet 152 € bei Mindfactory. CPU-Kühler ist ein alternativer AMD Intel CPU-Kühler, deswegen haben wir hier die Box-Variante genommen, da ist schon Kühler mit dabei. Das Mainboard ist ein MSI B560M Pro-VDH. Ja, es ist wieder ein Micro-ATX-Board. Ich finde das echt schade. Es ist so ein großes Case, ja, es sieht wirklich gut aus und dann ist da so ein popliges Board drin. Dazu noch die Erweiterbarkeit, die ist zwar hier zum Teil auch gegeben, aber nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Full-ATX nehmt, da habt ihr noch viel mehr Möglichkeiten. Deswegen ist wirklich nicht mein Fall. Immerhin haben wir hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, das heißt, ihr könnt später beim RAM noch erweitern. Hier kommt die SSD rein, hier unten könnt ihr noch eine SSD erweitern, hier die Grafikkarte. Mit Glück könnt ihr diesen Slot noch benutzen, wenn der Kühler das nicht überdeckt und diesen hier auch, wie zum Beispiel für eine WLAN-Karte, USB-Erweiterungskarte oder ähnliches. Wenn ihr eine Capture-Card einbauen wollt, eine PCI Express Capture-Card, zum Beispiel Elgato 4K, würde die schon nicht mehr passen. Dann müsstet ihr auf die HD-Version umsteigen, wenn ihr jetzt über PlayStation oder so dann über den Rechner das Bild abgreifen wollt und dann streamen wollt. Von den Anschlüssen her haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.1, zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0. Diese 3 Grafikanschlüsse werdet ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Und hier habt ihr einen PS2-Anschluss. Den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Nochmal zum Thema, warum hat der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit? Das ist der F-Prozessor, also 11400F. Das F steht dann immer dafür, dass ihr halt darüber kein Bild abgreifen könnt. Und das kostet 103,60 € bei Computer Universe. Grafikkarte ist eine 8 GB MSI RTX 3060 Ti Gaming XLHR. Das ist schon eine ordentliche Grafikkarte für AAA-Titel auch bedingt. Wenn ihr jetzt WQHD 200 FPS erwartet, wird das nichts. Ja, also Valorant und so natürlich, Counter-Strike auch, ganz klar, Lost Ark wird das wohl auch packen. Wenn ihr jetzt Far Cry oder ähnliches spielen wollt, dann wird schon ein bisschen enger. Klar, funktioniert, aber ihr könnt jetzt wirklich nicht erwarten, dass ihr da die Bomben-FPS bekommt. Kommt auch immer auf die Einstellung an. Ob ihr das jetzt in hohen Einstellungen spielt, in mittleren oder ähnliches. Den FPS-Test dazu, den verlinke ich euch dann wieder in der Videobeschreibung. Und die kostet 715 € bei Mindfactory. Arbeitsspeicher haben wir 16 GB, 2x 8 GB DDR4, G-Skill, 3200 MHz Aegis. Aegis schon wieder, ich mag den nicht. Der wird natürlich funktionieren, klar, ihr habt auch Garantie auf das System, aber wir haben eine sehr, sehr hohe Fehlerquote. Also wir sehen in Discord, dass die Leute meistens mehr Probleme mit Aegis haben, wie zum Beispiel mit den Ripjaws oder den Trident Z oder Corsair RAM. Ja, also Aegis ist echt überhaupt nicht mein Fall, sieht auch scheiße aus, muss man so sagen, wie es ist. Ja. 3200 MHz erfüllt natürlich die Spezifikation des Prozessors. Man hätte noch höher gehen können, aber in dem Preisbereich ist das völlig okay. Dual-Channel auch ganz wichtig. Wenn ihr nur einen RAM-Riegel hättet, da habt ihr ordentlich FPS-Verluste, so um die 30% circa. Aber das ist soweit okay von den technischen Daten. Ich hätte vielleicht die Ripjaws genommen. Und die kosten 58 € bei Mindfactory. Festplatte 1 TB Kingston NV1. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB/s und Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB/s. Die ist in vielen Systemen drin. Die empfehlen wir auch immer wieder, wenn ihr so ein kleines System haben wollt. 1 TB auch völlig in Ordnung, brauche ich nicht mehr großartig was zu sagen. Und die kostet 86,07 € bei Amazon. Multimedia 7.1, okay, das ist dem Mainboard geschuldet, beziehungsweise ihr müsstet dann die Frontanschlüsse von dem Case noch benutzen, dann habt ihr 7.1. Netzteil 600 Watt EVGA GD600 V2 80 Plus Gold. Da kommen wir auch direkt zum Netzteilrechner. 600 Watt reicht völlig aus. Hier wird empfohlen 400 Watt, das ist dann schon mit Puffer. Ihr seid also sehr effizient unterwegs, weil Netzteile bei 50% Auslastung immer am effizientesten sind. Das Ding hat 5 Jahre Garantie, hat leider kein Kabelmanagement, was euch in erster Linie erstmal egal sein kann. Das Ding, das kommt fertig gebaut zu euch nach Hause. Es ist halt nur einfach so, wenn man sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und will dann später mal irgendwie was umbauen und so, hat man die ganze Kabellage da drin.
Ja gut, in dem Preisbereich noch in Ordnung. 80 plus Gold ist auch okay. Und das kostet 54 Euro bei Equipa. Gehäuse, Corsair 4000D Airflow Weiß. Warum man da jetzt ein weißes Gehäuse nimmt, kann vielleicht an seiner Community liegen, dass die gesagt haben, wir wollen ein weißes System, die wollen nicht immer nur schwarz, das ist auch okay. Das ist ein sehr gutes Case, das hat vorne schon einen Lüfter eingebaut, hinten einen Lüfter eingebaut, das heißt, der Airflow ist gegeben. Das wird sowieso nicht sonderlich warm, das System. Also der Prozessor und die Grafikkarte, die hauen jetzt nicht so die Temperaturen raus. Ist ordentlich Platz drin, ich finde es super. Finde ich gut, auch mit einer Mesh-Front. Da könnt ihr hinterher sogar noch Grafikkarten reinschmeißen, 3070 Ti, 3080 Ti, das passt alles locker da rein. Und das kostet 98,97 € bei Mindfactory. Dann wären wir tatsächlich schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor mit dem integrierten Kühler, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Case und das Netzteil. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1267,64 €, das System soll kosten 1350 €. Preislich ist das okay, konfigurationstechnisch. Ist immer so schwierig. Micro ATX und Aegis RAM ist nicht so mein Fall. Der Rest ist okay. Ihr könnt ihn ja auch noch umkonfigurieren. Ne? Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch die Ripjaws als RAM nehmen und ein größeres Board. Dann seid ihr vielleicht 100 € teurer, habt dann aber ein gescheites System da stehen. Also da kann ich schon mal nichts Schlechtes so drüber sagen, was den Preis angeht. Ihr habt ja auch noch Garantie und so weiter dabei. Das ist okay. Dann haben wir jetzt in Kreativecke 1500. Der kostet aktuell 1399, runtergesetzt von 1599. Ist auch sehr merkwürdig. Es soll 1600 kosten, er heißt 1500 und ist für 1400 drin. Naja, gut, was soll's. Wieder hier nur das Bild von dem Case, das ist okay. Prozessor AMD Ryzen 5 5600X. Ja, den hatten wir auch schon im vorherigen Video, das ist das gleiche wie mit dem Intel. Er hat 6 Kerne, 12 Threads, 65 Watt TDP, 3200 MHz unterstützt der. Der ist okay zum Zocken, zum Streamen, wieder gesagt, Valorant und so, okay. AAA-Titel eher nicht so. Vor allen Dingen nicht, wenn ich über den Prozessor rendert, weil der Prozessor, der gibt immer ein bisschen besseres Bild, habe ich so die Erfahrung gemacht. Bei der Grafikkarte wird das gerne mal ein bisschen Matsche. Hier ist natürlich auch der Kühler wieder mit dabei, weil es die Boxed-Variante ist. Und der kostet 255 € bei Mindfactory. Also das mit dem Kühler hier, das haben wir ja jetzt geklärt. Mainboard Gigabyte B550 Gaming XV2. Ein Full ATX Board. Dankeschön. Micro ATX ist echt nichts für mich. Das ist natürlich irgendwo ein Einsteigerboard. Es gibt deutlich bessere. In dem Preisbereich aber völlig okay. Ihr habt auch hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot werdet ihr definitiv nicht benutzen können, weil der überdeckt wird von dem Kühler der Grafikkarte. Den könnt ihr vielleicht für eine WLAN-Karte oder ähnliches benutzen. Hier kann sogar eine große Capture-Karte rein. Hier noch eine M.2 SSD. Hier unten könnt ihr noch mehr erweitern. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, einmal USB 3.1, dreimal USB 3.0, zweimal USB 2.0, hier wieder die Grafikanschlüsse, die ihr wieder nicht benutzen werdet und hier der PS/2-Anschluss, den ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen werdet. Ist natürlich von den Anschlüssen her ein bisschen marginal ausgestattet, für den durchschnittlichen Gamer würde es reichen, mir würde es nicht reichen, weil ich mehr USB-Anschlüsse brauche, aber da könnt ihr ja eine USB-Erweiterungskarte reinstecken, ist ja Full-ATX-Board, das hättet ihr bei dem anderen auch noch geschafft, bei dem Micro-ATX. Aber hier habt ihr dann deutlich noch mehr Platz drin, sieht auch besser aus in einem großen Case. Und das kostet 104,77 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 12 GB AMD RX 6700 XT, beliebiger Hersteller. Dann nehmen wir einfach mal die PowerColor Radeon RX 6700 XT Red Devil. Ja, sie ist tatsächlich gerade am günstigsten. Ich mag das Design, ich mag die Red Devil und ich mag die Nitro-Karten. Die Nitro Plus von Sapphire, die finde ich super. Ich habe selber eine hier drin, auch eine 6700 XT. Vorteil hier ist, ihr habt eine 6700 XT mit dem 5600X von AMD. Das heißt, ihr könnt Smart Access Memory benutzen, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Leistung. Die ist sogar noch ein bisschen stärker wie eine 3060 Ti. Es kommt jetzt darauf an, ob ihr Raytracing nutzen wollt oder nicht. Raytracing kann die zwar auch, allerdings nicht so gut wie Nvidia. Für AAA-Titel reicht die auch, bedingt natürlich wieder. Ne? WQHD in 200 FPS wird da nichts, da müsst ihr schon ein bisschen runterschrauben. Aber das ist soweit okay. Und die kostet 769 € bei Mindfactory. Hier ist ein Anzeigefehler drin, beziehungsweise sie haben das irgendwie falsch eingepflegt. Hier steht hier 2x16 GB. Ich habe im Konfigurator nachgeschaut, es ist nur 1x16 GB. 2x8 GB DDR4 G-Skill 3200 MHz Aegis. Sag ich nichts mehr zu, ne? Erfüllt die Spezifikation des Prozessors. Hätte auch 3600er sein können, in dem Preisbereich aber noch okay. Und der kostet 58 € bei Mindfactory. Festplatte ist eine 500 GB MSI M390 Spatium M.2 PCI Express 3.0 SSD. Die ist schon ein bisschen flotter unterwegs. Ihr habt da 3300 MB pro Sekunde lesen, 2300 MB die Sekunde schreiben. 500 GB. Nee, konfiguriert euch noch eine HDD mit dabei oder direkt eine 1TB Platte. Ihr braucht auch diese Geschwindigkeiten nicht, das ist Quatsch. Ihr wärt auch mit einer NV1 bedient gewesen mit 1TB. Also ich finde es wirklich ein bisschen mager. 500 GB, sage ich in anderen Videos auch, ist viel zu wenig. 1TB müssen es da mindestens sein. Einer hat mal einen Kommentar geschrieben, pro Euro
1 GB. Ihr habt jetzt einen 4000-Euro-PC, hättet 4 TB Speicher. Das wäre cool, auf jeden Fall. Aber 500 GB ist zu wenig. Von der Geschwindigkeit und Qualität ist sie gut. Ich hätte mir mehr gewünscht. Und die kostet 68,97 € bei Mindfactory. Als Netzteil bekommen wir einen 700 Watt BeQuiet Pure Power 11. Und dann kommen wir nochmal zum Netzteilrechner. Reicht natürlich vollkommen aus. 700 Watt haben wir hier. 441 werden empfohlen bei Auslastung mit Puffer. Ihr seid wieder sehr effizient unterwegs, das ist gut. Qualitativ kann ich auch nicht meckern. Es hat natürlich wieder kein Kabelmanagement, was euch auch wieder egal sein kann. Ich muss das jetzt so ein bisschen wiederholen, weil die Leute vielleicht wirklich ein bisschen skippen. Es kommt ja fertig zu euch nach Hause. Deswegen kann es euch irgendwo egal sein. Wenn ihr später basteln wollt, dann ärgert ihr euch, dass die ganzen Kabel da rumfliegen. Ja, okay. Hat 5 Jahre Garantie, 80 plus Gold-Zertifizierung. Das ist soweit alles in Ordnung. Und das kostet 82 € bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir den Silentium PC Ventum VT2TG mit Glasfenster. Hatte ich persönlich noch nicht in der Hand. Sieht aber ganz solide aus. Ob das Kabelmanagement jetzt so geil ist, weiß ich nicht. Kann euch aber auch egal sein. Ihr habt hier eine Mesh-Front, das heißt, der Airflow ist gegeben. Vorne ist ein Lüfter installiert, hinten ist ein Lüfter installiert. Das passt also soweit. Von der Größe her wird wohl auch alles reinpassen, sonst könnten sie es gar nicht so reinkonfigurieren, klar. Und das kostet 51,90 € bei Alternate. Dann wären wir auch hier wieder beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor mit dem Kühler, den RAM, Grafikkarte, Mainboard, Case und Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1389,64 €, das System soll kosten 1399 €. Völlig okay. Kommt zusammengebaut nach Hause, hat Garantie. Hat natürlich kein Betriebssystem. Das gilt übrigens für alle Systeme, die jetzt gerade zu sehen sind. Wenn ihr Windows braucht, bucht es hier dabei. Kostet, glaube ich, 50 € bei Dubaro, bei meinem Partner 13 €. Da könnt ihr euch das direkt mit einem USB-Stick da drauf ziehen. Konfigurationstechnisch bis auf den RAM und die SSD, okay. Nimmt Ripjaws RAM oder Corsair oder so. Ja, die Vengeance LPX, von mir aus auch die RGB-Dinger. Und auf jeden Fall, wenn sie auch langsamer ist, eine größere SSD. Eine 1 TB oder so. Aber abziehen tun sie euch auf jeden Fall nicht. Und jetzt haben wir den Kreativecke 1950. Der kostet auch 1950 €. Hier wieder das Beispielbild vom Case, das ist völlig in Ordnung. Prozessor Intel i5-12600KF. Das K-Suffix, das steht für freie Übertaktbarkeit. Das F-Suffix dafür, dass es keine integrierte Grafikeinheit hat. Komme ich auch gleich nochmal zu. Ist ein guter Prozessor aus der aktuellen Generation. Jetzt haben wir hier 10 Kerne. 6 Performance-Kerne, 4 Efficiency-Kerne. Das bedeutet, ihr habt dann insgesamt 16 Threads. 12 Threads quasi, also Hyper-Threading auf den Performance-Kern. Und die 4 Efficiency-Kerne. Das ist einfach nur dafür gedacht, dass ihr quasi, wenn ihr, sag ich mal, Bürotätigkeiten macht oder ein YouTube-Video oder so guckt, dass er dann auf die Efficiency-Kerne geht und nicht so einen hohen Verbrauch und keine hohe Abwärme hat. Und sobald ihr dann zockt oder streamen wollt, schalten sich die Performance-Kerne dazu. Und dementsprechend habt ihr dann mehr Leistung, aber auch eine höhere TDP. Hier steht es ja auch 125 bis 150 Watt. Da habt ihr dann diese Range, je nachdem, ob die zugeschaltet sind oder nicht. Unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Zum Stream geeignet, zum Zocken geeignet, völlig in Ordnung. Und der kostet 279,90 € bei ProShop. CPU-Kühler ist eine Corsair Hydro IQ H100i RGB Pro XT. Alter, das Ding, das hört sich an wie eine Rakete. Ist eine 240er Wasserkühlung. Reicht für den Prozessor aus. Ich wäre persönlich auf eine 360er gegangen. Hat natürlich auch ein bisschen was mit dem Preis zu tun. Aber ich habe den lieber ein bisschen überkühlt, sag ich mal, als den jetzt gerade so auf dem Level zu halten. Die wird das schon abtragen können, aber die werden natürlich auch dementsprechend ein bisschen lauter. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel den Prozessor unter Volllast ballert, dann drehen die Lüfter auf, was nicht so stark ist bei einer 360er zum Beispiel, weil das da auf 3 Lüfter dann aufgeteilt ist, hier sind es nur 2. Die hat auch RGB-Beleuchtung hier vorne so ein bisschen, das ist alles okay. 5 Jahre Garantie. In dem Fall ist es natürlich so, wollt ihr das so nachstellen, ist dieses Montagekit nicht dabei für den 1700er Sockel, den könnt ihr aber nachordern. Und die kostet 114,37 € bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI Pro Z690 A DDR4. Ja, die sind natürlich noch gut teuer, weil es aktuell die aktuellste Generation ist. Je mehr Hersteller dann auf den Markt drängen, desto günstiger werden die natürlich. Hat den Z690 Chipsatz, das heißt, ihr könnt den Prozessor auch übertakten. Es ist ja auch ein K-Prozessor, das ist völlig in Ordnung. Hier haben wir auch wieder gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Das heißt, ihr könnt später noch erweitern. Hier kann eine SSD rein, hier kann eine SSD rein, hier kann eine SSD rein, hier kann eine SSD rein. Das ist schon krass, 4 SSDs könnt ihr da reinballern. Hier kommt die Grafikkarte rein. Der Anschluss ist schön weit weg, den könnt ihr eventuell sogar noch benutzen zum Erweitern. Hier unten zum Beispiel eine Capture Card oder eine WLAN-Karte, was ihr gerne haben möchtet. Was die Anschlüsse angeht, haben wir hier 7.1, einen LAN-Anschluss, USB 3.1 Typ A, USB 3.1 Typ C, USB 3.0 zweimal, USB 2.0 viermal. Alter Schwede. Grafikanschlüsse werdet ihr hier nicht benutzen können, weil das ein F-Prozessor ist und keine Grafikeinheit hat. P-2-Anschluss und Flash-Bios-Button. Alles in allem grundsolides Board. Ist natürlich eins der günstigeren Sorte, ist dem Preis natürlich geschuldet, es gibt deutlich bessere, aber in der aktuellen Generation reicht das völlig aus. Und das kostet 193 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 8 GB NVIDIA RTX 3070 beliebiger Hersteller, verlängerte Lieferzeit.
Das hat natürlich was mit der Lieferkette der Grafikkarten zu tun. Die 3070 ist scheinbar gerade nicht so gut verfügbar für Jubaro. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Gainboard RTX 3070 Phantom Plus LHR, 8 GB. Das ist natürlich schon eine bessere Grafikkarte. Damit könnt ihr auf jeden Fall AAA-Titel in WQHD zocken. Kommt immer auf die Einstellung an. Also kommt jetzt nicht auf die Idee und verurteilt mich dafür, wenn ich sage Cyberpunk mit WQHD auf 200 FPS. Das wird nicht funktionieren. Kommt aufs Game an. Ist auch eine gute Grafikkarte. Auf jeden Fall FPS-Test wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet aktuell 899 Euro bei Alt. Als Arbeitsspeicher bekommen wir 16 GB, 2x8 GB DDR4 Corsair 3200 MHz Vengeance RGB Pro SL. Wie auch schon im letzten Video, das SL steht für Slim, das heißt, die sind ein bisschen kleiner als die vorherigen, für die normalen, die es halt vorher gab. Man hatte so ein bisschen Probleme, wenn man CPU-Kühler oder die Wasserkühlung da irgendwie reingebaut hat, dass man daran gestoßen ist. Das soll mit denen wohl nicht mehr so oft passieren. 3200 MHz erfüllt natürlich die Spezifikation des Prozessors. Ich hätte da auch ein bisschen mehr genommen, weil der Preissprung von 3200 auf 3600 jetzt nicht so immens ist. Gut, ihr habt natürlich, was FPS angeht, vielleicht 3-5% mehr FPS, aber ich meine, für einen 10er mehr bei so einem Preis kann man das schon mal machen. Und der kostet 70 Euro bei XCOM. Festplatte 1TB Kingston NV1 M.2. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen, 1TB ist noch in Ordnung. Ich hätte mir vielleicht noch eine HDD jetzt dabei gewünscht zum Auslagern bei dem Preispunkt. Aber damit kommt ihr erstmal klar. Ihr könnt ja auf dem Mainboard massig erweitern, habt ihr ja selber gesehen. Ihr könnt auch noch, wie gesagt, HDDs einbauen, wenn ihr das möchtet oder nachkonfigurieren. Und die kostet 86,07 Euro bei Amazon. Als Netzteil bekommen wir einen 700 Watt BeQuiet Pure Power 11. Dann haben wir hier den Netzteilrechner. Da seid ihr jetzt natürlich schon von der Auslastung ein bisschen höher. 479 Watt, empfohlen mit Puffer 529. Hier unten wird dann gesagt 550 Watt Netzteil oder 600. Klar genügt das. Effizient seid ihr da aber dann nicht mehr so unterwegs. Ihr spielt natürlich auch nicht immer mit 100% Auslastung. Muss man natürlich dazu sagen. Ihr habt jetzt nicht da, ihr seid nicht am Zocken, habt beides auf 100%. Das wird nicht funktionieren. Also es reicht auf jeden Fall aus, finde ich gut. Vielleicht 750 hätten mir besser gefallen, aber ja. 5 Jahre Garantie, auch kein Kabelmanagement, kann euch auch egal sein, weil ihr nicht daran rumfummelt. 80 plus Gold zertifiziert ist auch in Ordnung und kostet 82 Euro bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir ein Corsair IQ 4000X RGB Schwarz mit Glasfenster. Das ist ein grundsolides Case. Passt alles rein, hat vorne sogar schon 3 Lüfter vorinstalliert, ja, hat auch einen gescheiten Airflow. Man sieht das hier nicht so richtig, aber hier habt ihr an der Seite diese Schlitze. Das ist ganz gut. Mesh hätte mir noch besser gefallen, aber da steht nicht jeder drauf. Das ist soweit okay. Die Luft wird dann natürlich vorne eingesaugt, wird ein bisschen erwärmt durch die Grafikkarte und oben durch die Wasserkühlung wieder durchgezogen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Es gibt Leute, die bauen gerne eine Wasserkühlung in die Front. Ich baue sie gerne immer nach oben rein. So wird es hier wahrscheinlich auch gemacht, dass die Wasserkühlung oben reinkommt. Vorne habt ihr dann diese 3 Lüfter, die ziehen die kalte Luft rein. Wasserkühlung haut es raus. Ist okay. Und kostet 119,87 Euro bei Mindfactory. Und dann wären wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Case, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da kommen wir auf einen Gesamtpreis von 1844,21 Euro. Das System soll kosten 1950 Euro. 100 Euro fürs Zusammenbauen, Garantie, ist okay. Ich kann nicht großartig meckern. Ich hätte mir, wie gesagt, ein bisschen besseren RAM gewünscht oder so, aber oder eine größere Wasserkühlung eventuell auch. Aber so ist es eigentlich ganz okay. Ihr könnt es natürlich auch euch so nachstellen und dann selber zusammenbauen, wenn ihr euch das zutraut. Dann passt da auf jeden Fall vom Budget her, wenn ihr mit 1950 plant, noch irgendwie eine Wasserkühlung 360er oder so rein. Aber 100 Euro Differenz, völlig in Ordnung. Und hier haben wir jetzt den Kreativecke 3000 PC. Ich habe dazu bei Mindfactory eine Alternative gemacht. Der kostet aktuell 2699, der wird wohl mal 3000 gekostet haben. Gehe ich mal ganz stark von aus, weil der Titel halt so ist. Die Alternative ist noch ein bisschen besser meiner Meinung nach, werdet ihr aber gleich sehen. Hier haben wir wieder nur das Bild vom Case, das ist völlig okay. Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 5800X, hat 8 Kerne, 16 Threads, unterstützt offiziell 3200 MHz RAM, eine TDP von 105 Watt, den habe ich selber. Ich kühle den auch mit einer 360er AIO und komme beim Rendern auf 80 Grad circa. Ich zeige euch nämlich gleich noch was die Kühlung angeht. Ist ein guter Prozessor, zum Stream geeignet, zum Zocken geeignet, mehr kann man dazu nicht sagen. Und der kostet 329 Euro bei Mindfactory. Dann kommen wir auch schon zu der Kühlung. Das ist eine Corsair Hydro IQ H100i RGB Pro XT. Das ist hier wieder eine 240er. Die bekommt die Abwärme, denke ich, auf jeden Fall weg. Das kommt aber auch immer auf die Umgebung an. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf dem Dachgeschoss wohnt und ihr habt da im Sommer die Hitze reinballern, dann könnte das echt ein bisschen eng werden. Vor allen Dingen, wenn ihr ihn auslastet. Die meisten zocken, klar, dann ist das okay. Wenn ihr auf die Idee kommt, damit vielleicht Videobearbeitung oder ähnliches zu machen, um zu rendern und so wie ich das mache, dann könnte das schon ein bisschen knapp werden von der Kühlleistung her. Wie gesagt, zum Zocken, ihr ballert ja nicht immer 100%, das ist okay. Zum Rendern und so würde ich auf eine 360er gehen auf jeden Fall. Ansonsten ist die Wasserkühlung völlig okay, die kennen wir ja von eben noch. Und die kostet 114,37 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI B550 Tomahawk.
Ja, voll ausgeschrieben heißt es MSI Mac B550 Tomahawk. Seid euch aber sicher, es ist das gleiche. Gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, also später noch Erweiterbarkeit des RAMs auf jeden Fall gegeben. Hier kommt eine SSD rein, hier kommt die Grafikkarte rein. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr den hier noch benutzen, was ich aber nicht glaube bei der Grafikkarte. Hier könnt ihr noch eine Capture-Karte oder ähnliches einbauen. Hier unten eine WLAN-Karte oder so, was ihr gerne haben möchtet. Hier kann noch eine SSD verbaut werden. Dezente RGB-Beleuchtung bekommen wir auch noch mit dazu. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, zweimal Netzwerkanschluss, USB Typ A 3.1, USB Typ C 3.1, zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0. Grafikanschlüsse werdet ihr wieder nicht benutzen, PS2 Anschluss für Maus und Tastatur, was ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen werdet, weil ihr USB habt, und einen Flash BIOS Button. Ist ein grundsolides Board. Ich wäre persönlich vielleicht auf Asus gegangen oder vielleicht Gigabyte B550 Aorus Pro oder so. Wir haben auch gleich noch, wie gesagt, den Warenkorb bei Mindfactory, da möchte ich euch gerne noch was zeigen. Aber alles in allem, gutes Board, sieht gut aus, alles schön. Und das kostet 138 Euro bei extremedigital.de. Als Grafikkarte bekommen wir eine 16 GB AMD Radeon RX 6900 XT, beliebiger Hersteller. Tatsächlich ist die günstigste gerade die Sapphire Toxic Radeon RX 6900 XT Aircooled, 16 GB. Alter Schwede, die ist so wunderschön. Ich finde sie so schön. Falls ihr euch mal fragt, was ich toll finde designtechnisch, ich sage ja bei dem 500DX und so von Big Fight, dass ich das mal kacke finde, sowas finde ich geil. Guckt euch das Ding mal an. Ich mag ja die Nitro-Reihe sowieso, also ich habe eine Nitro Plus, die lehnt sich ja ungefähr daran an. Allein wie die von oben aussieht. Meine ist ähnlich. Die hat ja auch so ein leuchtendes Logo und so. Ich wollte es einfach mal zeigen. Ich finde die einfach wunderschön. Viele werden jetzt sagen, boah, das Gold ist voll hässlich. Nee, ich find's geil. Dann könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Da mache ich Ohren zu, das ist so. Das ist eine richtig schöne Grafikkarte. Ist natürlich nicht gesagt, dass die jetzt da drin ist. Es kann auch eine von Gigabyte sein, MSI. Ja, also es muss nicht diese sein. Ich glaube auch nicht, dass sie die dann da reinbauen. Sie ist nur aktuell gerade die günstigste. Ist das Topmodell von AMD aktuell. 6900 XT, höher geht's nicht. Danach kommt noch die 3090 von Nvidia. Die tun sich aber beide jetzt nicht so viel. Klar, die Nvidia hat mehr Speicher. Und die macht ein bisschen bessere Ergebnisse im Raytracing. Allerdings macht die Radeon unter WQHD auch bessere Ergebnisse als unter 4K. Es gibt da verschiedene Benchmarks. Die beiden, die kloppen sich da. Ist auf jeden Fall eine Top-Grafikkarte. Überhaupt kein Problem. Zum Stream, zum Rendern, alles in Ordnung. Und die kostet 1334,48 Euro bei Barrax. Arbeitsspeicher sind 32 GB, 2x 16 GB G-Skill Ripjaws 5 DDR4 3200 MHz. Also spätestens bei dem Preispunkt hätte ich mir schon irgendwo RGB-RAM gewünscht und 3600 MHz. Der hier, der ist natürlich unauffällig im Case, 3200 MHz erfüllt auch die Spezifikation des Prozessors. 32 GB muss in diesem Preisbereich auf jeden Fall sein. Es ist okay. Ich hätte es persönlich anders gemacht. Aber das ist natürlich auch irgendwo Kreativecke überlassen, klare Sache. Beziehungsweise auch Dubaro, die werden ja auch noch ein bisschen Mitspracherecht haben bei sowas. Und der kostet 118 Euro bei Mindfactory. Festplatte ist eine 1TB Kingston NV1. Auch da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Klar, 2TB oder so. Oder zumindest eine HDD irgendwie dabei fummeln. Ne? Ich zeige euch gleich noch den Warenkorb. Da ist auch nur 1TB drin. Da könnt ihr auch noch eine HDD reinschmeißen. Oder ihr spart ein bisschen beim Netzteil. Ich habe nämlich teilweise auch bessere Komponenten genommen in meinen Augen. Die hatten wir jetzt eben schon dreimal. Brauche ich nichts mehr sonst so zu sagen. Und die kostet 86,07 Euro. Als Netzteil haben wir ein 1000 Watt Be Quiet Pure Power 11 Full Modular mit dem Netzteilrechner bei voller Auslastung 514 Watt mit Puffer 564 Watt. Hier seid ihr wieder sehr effizient unterwegs, solltet ihr ihn wirklich mal voll auslasten. 50% bei einem 1000 Watt Netzteil sind eben diese 500 Watt völlig in Ordnung. Qualitativ auch ein gutes Netzteil, Full Modular, da könnt ihr die Kabel anstecken, die ihr auch wirklich nur braucht. Der Rest landet im Karton, dann habt ihr das Case nicht so voll gestopft. 5 Jahre Garantie, 80 plus Gold, okay. Und kostet 138,66 € bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir ein Corsair IQ 465X RGB Schwarz mit Glasfenster. Ja, ist ein Top-Case, überhaupt kein Problem. Hat wieder drei Lüfter vorinstalliert vorne. Hinten ist leider keiner drin, die Wasserkühlung kümmert sich dann darum, dass die warme Luft rausgeht. Hat genug Platz für alle Komponenten. Kann ich nichts Schlechtes drüber sagen, ist okay. Und das kostet 138,96 € bei Mindfactory. Und dann wären wir da auch beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Case, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 2397,54 €, das System soll kosten, 2699 €. Das ist schon happig. 300 Euro Differenz, finde ich schwierig. Sagen wir es mal so, ihr habt jetzt bei Mindfactory wirklich, ich sage es ja in jedem Video, aber viele neue Leute sind ja dabei, deswegen sage ich es halt immer wieder. Ihr habt bei Mindfactory jetzt einen Warenkorb. Ja? Und dann nehmen die 150 Euro fürs Zusammenbauen. Dann kriegt ihr das System auch fertig zusammengebaut nach Hause. 150 Euro ist auch eine Stange Geld. Wenn da jetzt so ein Mitarbeiter 2 Stunden steht, der vielleicht sogar in Mindestlohn da steht, dann kostet das um das Unternehmen 50 Euro und dann weg. Ne?
dann hättet ihr immer noch 150 Euro Luft, weil wir haben ja hier eine Differenz von 300 insgesamt. Da könnt ihr schon bessere Komponenten für nehmen. Ich war dann jetzt mal so frei und habe sowas zusammengestellt. Wir haben hier den gleichen Prozessor. Wir haben allerdings eine 360er RGB-Wasserkühlung von Arctic. Ihr könnt natürlich auch irgendeine andere nehmen, die sind allerdings wieder ein bisschen teurer. Wir wollten ja nah an diesen Preisbereich drankommen und diese Arctic-Wasserkühlung ist auch völlig in Ordnung. Schaut euch die Tests an. Bei dem Mainboard haben wir schon ein Aorus Pro V2 genommen. Allein schon, was das Design hier angeht. Und auch die Anschlüsse mit den USB-Anschlüssen. Guck mal, 6x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x USB 3.1, wenn nicht sogar 3.2. Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut. Es ist auf jeden Fall besser als das andere. Dann haben wir hier auch eine 6900 XT Merc. Das ist halt die, die gerade verfügbar war bei Mindfactory. 32 GB Corsair Dominator Platinum RGB für AMD. DDR4 3600 MHz. Es ist 3600 MHz RAM mit 32 GB RGB beleuchtet. Der Dominator, nicht der Vengeance RGB Pro, sogar noch eine Stufe höher. Dann bekommen wir eine 1 TB Samsung, nicht die NV1, sondern die Samsung SSD 980. Die ist auch noch einen Ticken schneller als die NV1. Hier haben wir ein Straight Power anstatt ein Pure Power. Das ist qualitativ noch ein bisschen höher, vor allen Dingen wegen der Platinum-Zertifizierung. Da seid ihr effizienter unterwegs. Das gleiche Case und den Montage- und Funktionstest-Service. Und da seid ihr bei 2704,66 Euro mit Zusammenbau. Zur Erinnerung, das System kostet circa das gleiche. Da kommt jetzt noch Versand drauf und so, ja gut, die 5 Euro sind geschenkt. Ne? Also ihr könnt euch auch noch eine HDD oder was da reinfummeln für 30 Euro, das ist bei dem Preisbereich auch völlig egal. Nur ich möchte halt zeigen, was möglich ist. Und das wäre übrigens auch so ein System, da fragen immer viele nach, das wäre so ein System, was ich mir konfigurieren würde, wenn ich auf AMD gehe. Intel ist eine andere Geschichte, da kann ich gerne nochmal ein Video zu machen, da gehen wir auf die 12.000er Reihe ein in dem Preisbereich. Hier haben wir jetzt den einen AMD 5800X, es gibt ja noch den 5900, 5950, macht für den Gamer aber keinen großen Unterschied. Das ist eher für Leute, die jetzt irgendwie Videos schneiden oder was auch immer. Also bei dem System muss ich wirklich sagen, es ist natürlich irgendwo gut konfiguriert. 1 TB SSD sei jetzt mal dahingestellt. Preislich gesehen finde ich es persönlich leider ein bisschen zu teuer. Alle anderen PCs seht ihr ja gerade hier unten. 1350 war in Ordnung, 1500 war auch in Ordnung, 1950 war auch in Ordnung, preislich. Konfigurationstechnisch habe ich ja immer alles dabei gesagt. Der hier ist leider zu teuer. Ich weiß nicht warum. Weil der soll mal wahrscheinlich 3000 Euro gekostet haben, jetzt 2700 Euro haben sie runtergesetzt, aber preislich gesehen finde ich das echt nicht interessant, so muss ich es einfach sagen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, da steckt eine Menge Arbeit drin. Ihr seht wahrscheinlich immer nur 20 Minuten Video, ja, und ich habe da eine Arbeit von ungefähr 4-5 Stunden dran mit Schneiden, Aufnehmen, Vorbereitung und so weiter. Deswegen wäre es schön, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst, ein Abo wäre auch ganz geil. Joint unseren Discord, falls ihr noch Fragen habt. Schreibt die Fragen auch gerne in die Kommentare. Wenn das jetzt umfangreicher wird, wirklich ins Discord. Ist einfacher, gibt's auch als Handy-App. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.